viel Fun. Der Troja Ecker. Bielner Ödelagt. Ich war ja immer Opa in Wheelmechaniker. Ja, guten Tag, Herr Olsen. Oh, ja, ich habe ein Ödelack Biel. Kannst du kommen? Ja? Ja, das stimmt. Nein, vielen funktionäre Ecke. Ja? Ja, eventuell. Schade. Guten Tag. Ja, ringet mich. Ja, das stimmt. Ja, Herr Jensen und der Frau Bielweg, steht es? Ja. Kann ich helfen dir? Ja, vielen Herr Ödelack. Funktionieren Ecke. Nee, der Motoren startet. Und die Pröbe? Ja, der kann ja. Oh, es gibt Licht. Ja. Startermotoren? Ja, der kann ja. Okay. Ja, stopp. Ja. Die Troje wird war ödelagt. Ja. War ja ödelagt. Ja, ich wiese dich. Du kannst kommen. Ja, wir kommen. Ödelagt. Da kann je wählen, im Moment weg oder kann wie starten. Ah ja. Ja, kann du sehen, der Ödelackt. Da dringe du nü. Okay, jetzt roll, du kannst starten. So, ja, fertig. Ja, prüfe auch starten. Ja, ah, der funktioniert. Ja, gratuliere. Ja, gratuliere dich. Ja, irgendein Problem. Das ist viel Mechaniker hier auch. Die Norge, Bielmechaniker, fantastisch! Der war brav. Ingen Problem. Ja. Der war mooie Betal noch. Ja, der war nicht ein Problem. Und der will die fort, so je will 650 Kronen. Oh ja, ja.
400. Ah. Ja, ich habe ich 600. Ah, der ich habe. Okay, der braucht. Ah. Halt. Ja. Zack. Ja, du hast Fiskestangen spielen, die. Ja, das ist immer. Ja, du Fiske? Ja, ich habe gerade noch ein paar Wein til Fjorden. Ah. Und ich will Fiske ein paar Stur, Torsk und Makrele. Ah. Fiske du auch so? Ja, ich fiske auch so. Ja, du Tiet? Ja, ich kann ta dem mit. Ja, Tiet, ja. Dann kommen wir da mit. Ah. So, noch können wir schwören. Ja. Ja, jetzt akkurat. Oh, seht du den? Ja, das sehe ich. Wie geht die Musik? So, noch wieder ein paar Fjorden. Ah, der ja gleich. Spielen die eine Welle Blüten. Fien Fisk! Oh. Ja, ich sehe ihn! Oh. Oh. Mein Torsk! Der ist du! Der ist du! Der Torsk! Ja, ich kann es sehen! Nochmal du! Oh. Wir haben ihn! Ja! Ah, du! Nein! Ah. Ja! Noch ein! Ja! Ja! Ja. Ja.
Ich habe jetzt hier den Zunderschwamm von einer Birke abgemacht. Ich werde jetzt mal gucken, wie viel Dramaschicht hier drin ist. Und wenn er zu gebrauchen ist, dann werde ich damit Feuer machen heute Abend oder auch morgen. Mal gucken. Er ist noch sehr feucht, sehr nass. Er muss erst noch mal trocknen. Aber jetzt gucke ich mal rein. So, hier unten sind jetzt die Röhren und hier oben ist die Dramaschicht, ist sehr wenig jetzt hier, aber ich nehme jetzt trotzdem mal mit. Zur Not werden halt einfach nur hier diese Röhren verwendet. So, wir haben jetzt hier eine Birke gefunden, die hat verschiedene Baumpilze. Zum einen den Zunderschwamm und weiter oben sind noch Birkenporlinge, die wir dann auch noch verwenden werden. Aber jetzt gucken wir erst noch mal hier nach dem Zunderschwamm. Oh ja, da hat schon eine deutlich dickere Dramaschicht. Jetzt nehmen wir den Birkenporling. Den nehmen wir jetzt mal mit und den nehmen wir jetzt hier, um die Messer sauber zu machen, um zu polieren. Kann man auch mal ein bisschen abziehen dann. Und zwar haben die ein bisschen gelitten hier im Oslofjord, so ein ganz leichter Ansatz von Flugrost. Jetzt schneiden wir hier mal eine Scheibe raus. Ganz weiß, wie so Schaumstoff. Und damit ziehe ich jetzt hier die Messerklinge ab. Abspannen, selten. Da vorne die Isomatten ablegen, ja, Zweige abschneiden. Und das Feuer nehmen. Wer macht den ersten Seiltanz? Das machst du dann. Ja, klar.
wird uns eine Matratze geben. Damit wird unser Häuschen befüllt. Der Tom hat die norwegische Prinzessin gefunden. Die werde ich jetzt wach küssen. Und? Sie ist ruhig. Ein Kuss genügt. Und wann verwandelt die sich? Vielleicht musst du nochmal küssen. Ah, oh, siehste. Da ist sie ja. Können wir sie eigentlich reinlegen hier, das Zeug? Ha ha ha.
die alten Krebse nicht wissen sollen. Ich glaube, da müssen wir erst mal einen auf die Verdauung nehmen. Hallo liebe Freunde der gesunden Kost, wir befinden uns heute hier wieder in der Outdoor-Küche und wir wollen uns heute mal ein leckeres Menü zubereiten von und mit unserem Star-Koch Flyman Martin. Hallo liebe Freunde, ganz nach dem Motto frei aus dem Meer, hier in unsere Küche direkt gelangt ein frischer Dorsch. Und eine frische Scholle und als grandiosen Höhepunkt wird es eine Meerforelle geben heute zum Frühstück bei uns. Mit schönem rosa Fleisch. Rosa Fleisch.
Der erste Arbeitsschritt ist auch schon gemacht. Die Pfanne steht auf dem Feuer mit schön ausgelassener Butter. Und dort werden jetzt die Fische eingebracht. Ungewürzt. Die würzen wir jetzt direkt in der Pfanne. Brauche ich etwas auf dem Gewürzbeutel. Eine ganz geheime Rezeptur, wie man schon sieht, finden sich hier alle Gewürze, die dafür benötigt werden. Ein schneller Griff in die Tüte. Schon geht's los. Und im Hintergrund klopft der Specht. Ja, ich lager mal. Wenn ihr euch fragen solltet, warum wir immer die gleichen Klamotten anhaben, das sind nicht die gleichen. Wir haben von jedem T-Shirt mindestens 4 Paar mitgenommen. Weil deswegen haben wir auch keine Ränder unter den Armen. Wir sind ja keine Barbaren. Nein. Ich allein habe schon 5 Hüte zum Wechseln dabei. Und ich wechsle jeden Tag meine Unterhose. Oh, nur Schmackerde. Der Schmacker groß. Ah, wellig gut. Ja, Krei. Wird geil. Wir gratulieren. Sauber. Wow.